Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video und ihr werdet es nicht glauben, ich stehe in Kaufering am Supercharger gerade eben angeschlossen und schaut euch das an, ich lade wieder nur mit 35 kW. Freunde, das ist nicht euer Ernst, hier ist praktisch alles frei, hier ist alles frei, sowieso der neben mir steht, ist frei, hier ist alles frei. Ich habe mir jetzt diesen einen hier rausgesucht, weil ich mir dachte, ja, den nimmst du, da stehst du nicht unter einem Baum, dadurch, dass dann nicht Sachen aufs Auto drauf fallen. Aber schaut euch das an. Ich erwische wieder den mit 35 kW andauernd zurzeit. Andauernd nonstop. Jetzt fängt es langsam an, echt zu nerven, wenn man viel am Supercharger lädt. Das mache ich natürlich hier nicht mit, den Schmarrn. Ja, hier ist auch nicht die Kennzeichnung, dass das Ding nur 35 kW könnte. Also nicht grundsätzlich könnte, sondern dass es irgendwie defekt ist. Man muss schon fast überlegen, ob man das Kabel hier rausnimmt und einfach über das Auto drüber hängen lässt. Es ist unfassbar. Und ich habe auch schon probiert, weil es dann wahrscheinlich wieder kommt. Ja, steck mal das Kabel ab und wieder neu an. Habe ich alles schon mal gemacht. Bringt gar nichts. Dieser Stall ist einfach, ja, für den Arsch, sage ich jetzt einfach mal so. Das neue Model 3 Highland, einwandfrei. Muss hier scheinbar auch nicht laden. Das heißt, der hat wahrscheinlich zu Hause Lademöglichkeiten in Augsburg. So, jetzt stöpsel mich an und jetzt bitte, Freunde, das kann jetzt doch wohl nicht schon wieder der Fall sein. Ich lache mich kaputt, beziehungsweise, ja, ich fange fast schon an, mich zu ärgern. So, und wieder rein mit dem guten Ding. Man kennt's, fühlt sich immer gut an. Blau und grün. So, was haben wir hier? 29, 40, jetzt sind wir schon wieder 47, seht ihr, Freunde, genauso muss das sein. Was kostet hier momentan 46 Cent die Kilowattstunde? Ja, leider Gottes. Aber ist immer noch okay, 46 Cent, da kann man nichts sagen. Die Alternativen kennt ihr von meinem Kanal über Electroverse, habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Ja, ich bin jetzt hierher gefahren mit ein bisschen Vorkonditionieren bei 18 Grad Außentemperatur. Ich brauche ja 40 Grad im Akku, um den maximalen Dampf hier irgendwie reinzubekommen. Den habe ich aber nicht. Also werde ich jetzt bestenfalls, ja, bei 150, 147 bleibe ich stehen. Das ist okay. Entschuldigung, aber es ist natürlich kein Reißer. Das heißt, wie lange brauche ich jetzt? 40 Minuten, sagt er, bis ich voll bin. 403 Kilometer wären 100%. Ja, ich lade hier auf jeden Fall mal voll. Übrigens, was mir immer mehr auffällt, ich habe das Auto jetzt seit 35.000 Kilometern ungefähr. Ja, das schaut hier gerade nicht so toll aus, aber diese Fußmatten hier, die werden wirklich immer, also die verziehen sich immer mehr, die verlieren immer mehr irgendwie an Halt. Und jetzt, also das ist jetzt neuerdings so, ich sag mal seit einem Monat oder so beobachte ich das, dass die immer, immer schäpser werden. Das hatte ich am Anfang nicht so, die ersten Monate, das erste Jahr, über ein Jahr. Ich werde jetzt hier mal meine Gummifußmatte, die ich zu Hause liegen habe von T-Electric, reinmachen und mal testen, wie das mit der ist. Weil das hier scheint auf Dauer keine gute Lösung zu sein. Ich mache da mal die Gummifußmatte, die lege ich dann einfach drauf, habe ich jetzt aber gerade eben nicht dabei. Ja, Freunde, worum sollte es heute hier gehen? Ich habe zwei interessante Punkte. Der eine Punkt ist, ja, behaltet eure Verbrennerkisten. Ja, das ist ein bisschen provokativ vielleicht. Es geht um die Abwrackprämie. Also die Bundesregierung, also allen voran jetzt die SPD scheinbar, die ja mit dem Geld immer hervorragend umgehen kann, wie wir aus der Vergangenheit wissen, hat ins Spiel gebracht, 6.000 Euro Abwrackprämie für einen alten Verbrenner zu gewähren, wenn man sich ein neues E-Auto kauft. Jetzt, Freunde, überlegt mal, momentan kostet das Tesla Model Y 38.970 Euro ungefähr mit den 6.000 Euro Umweltbonus, die Tesla gibt. Jetzt, wenn ihr noch die Abwrackprämie dazu nehmen könntet und einen alten Verbrenner für 6.000 Euro, der vielleicht noch einen Tausender Wert hat oder sowas, aber jetzt sagen wir mal, der ist wertlos, den rechnen wir gar nicht, ja, 6.000 Euro noch mal günstiger bekommt, dann kauft ihr eigentlich für unter 33.000 Euro so ein Tesla Model Y. Unser Zweitwagen ist ein Opel Corsa. Der hat aber wahrscheinlich noch einen Restwert von um die 10.000 Euro, würde ich mal schätzen. Das heißt, der kommt da gar nicht in Frage für diese Abwrackprämie. Ansonsten zwickt es bei mir natürlich schon. Und ja, mein Fingermoment, der rechte Finger, der ist der, der die Maus bedient und hier auf Kaufen drückt. Der zuckt schon gewaltig. Egal, ob neues Model Y Juniper vor der Tür steht, mehr oder weniger oder nicht. Sind wir gespannt, was am 10.10. Tesla hier vorstellen, neben dem Robotaxi, das wir ja schon mal gesehen haben. Auch auf meinem Kanal habe ich ja recht schnell schon die ersten Bilder gezeigt, die da geleakt wurden.
Also für ein gebrauchtes E-Auto soll es 3.000 Euro geben, für ein neues soll es 6.000 Euro geben. Ja, die Frage ist, kommt es oder kommt es nicht? Man trifft sich da ja irgendwie. Ich denke mal, die Lobbyisten werden da ganze Arbeit leisten. Ich persönlich gehe davon aus, dass was kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehe davon aus, dass was kommt. Das zeigt eigentlich so die Vergangenheit. Außerdem VW, ja, ist unser Patient momentan so ein bisschen in der Richtung. Aber nicht nur VW, sondern die Zuliefererfirmen auch. Da geht ja gefühlt irgendwie eine nach der anderen insolvent. Also zumindest gibt es immer wieder Nachrichten über insolventgehende Zulieferer. Ja, VW hat ja schon seit längerem keine ausgelasteten Werke. Wenn man sich die Auslastung der VW-Werke mal anschaut, dann ist die, wenn man Porsche noch mit dazu nimmt, so zwischen 16 und 70-80% höchstens die Auslastung der verschiedenen Werke. Ja, dass ich das natürlich nicht dauerhaft tragen kann, ist irgendwo klar. Ja, gucken wir mal, ob jetzt VW dadurch überhaupt gerettet werden kann. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich einen Tesla kaufen. Und keinen VW, weil ich einfach kein großer Fan bin von den VW-Autos. Der Platz in diesem Tesla ist einfach unfassbar. Den findet man so halt auch in keinem VW. Ja, das ist das Erste. Das heißt also auf gut Deutsch, Abwrackprämie, behaltet mal noch eure alten Verbrenner, die nicht viel Wert haben. Da könnte was kommen. Ich rechne auch damit, dass da was kommt. Das Zweite ist Folgendes. Und zwar habe ich gerade eine Meldung gesehen gehabt, dass Tesla ein Model Y im Bestand drinnen hatte, das noch mal günstiger war als das, was wir eh schon haben, mitsamt der Umweltprämie. Also wie gesagt, wir zahlen ja 38.870 Euro oder irgend sowas. Und dieses Fahrzeug, das sie drin haben, das leider auch schon verkauft ist, also es hat jetzt ungefähr 20 Minuten gehalten, diese ganze Nachricht oder die Information, klar, das ist schnell weg gewesen, waren für 38.210 Euro. Das Tesla Model Y Standard Range Modell in Weiß, ohne Ding, also das Kassenmodell, wie man es immer so schön sagt. 38.210 Euro. Ja, das ist natürlich der Hammer. Also sowas gibt es auch noch. Da müsst ihr natürlich berücksichtigen, dass ihr mit einem Referral-Link kauft. Hier kommt übrigens ein Model X P100D daher. Auch eine ziemlich geile Nummer. Und die machen es genau richtig. Die nehmen nämlich nicht den Stall, der mit 30 Watt oder 35 kW bloß lädt, sondern den linken. Das ist einfach, das bin einfach ich. Freunde, ich werde es mal machen, dass ich irgendeinen Supercharger fahre und jeden einzelnen Stall durchteste. Müsste ich jetzt hier eigentlich sogar machen. Dann werde ich nämlich feststellen, dass der einzige, der nur mit 35 kW lädt, der ist, den ich erwischt habe. Das ist 100% so. Also ihr seht jedenfalls, nehmt einen Referral-Code, das ist da die Voraussetzung dafür. Und dann geht es sogar noch weiter runter im Preis, unfassbar. Ich stelle mir immer wieder die Frage, wie weit geht denn das noch runter? Und dann denke ich mir, ja, warum soll das nicht noch weiter runtergehen? Das denke ich mir jedes Mal, wenn so ein Rabatt kommt. Das ist schon super günstiger, kann es ja gar nicht mehr sein. Dann kommt wieder irgendwas, was es günstiger macht. Ja, und dieses eine Fahrzeug, das sie da drin hatten, das stand als Vorführfahrzeug, glaube ich, drin. Aber hat 5 Kilometer, es ist genau ein Neufahrzeug wie alle anderen auch. Keine Ahnung, vielleicht stand es beim Händler drin. Ich kann es euch nicht genau sagen. Die Informationen kriegt man dann natürlich nicht her bei Tesla. Aber absoluter Traum. Ja, also so schaut es aus. Und da kann man auch nur sagen, wer da Interesse hat, ja, mein Referral-Link haue ich natürlich logischerweise in die Kommentare, in die Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr das nutzt, denn ich nutze alles, was ich hier an Referral bekomme, für meinen Kanal. Ja, dafür wird es verwendet, dass ich euch hier zum Supercharger mitnehmen kann. 45% State of Charge haben wir mittlerweile. Wir laden mit 118 kW. Ja, das ist soweit einigermaßen zufriedenstellend, würde ich sagen. 117 kW. Gut, so, was ich jetzt hier noch machen will, ist, mein Display hat keine Display-Schutzfolie bislang drauf und ich werde jetzt einfach mal eine Display-Schutzfolie, die ich von Teslabs, beim Kanalpartner Teslabs zugeschickt bekommen habe, mal drauf machen, weil ich mir nämlich schon immer Sorgen mache, dass ich mir das Display mit Kratzern oder ähnliches zerstören könnte. Außerdem haben wir immer noch das Thema mit den Fingertapsern, die wir hier drauf haben. Sieht man das jetzt hier, diese Fingertapser? Ja, weiß es nicht. Also wenn das Display schwarz ist, fällt es auf jeden Fall auf. Ansonsten finde ich persönlich, fällt es nicht ganz so auf. Ja, ich mache jetzt jedenfalls mal die Display-Schutzfolie dran in matt und dann gucken wir mal, wie das wirkt. A heartbeat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. So, nach der Reinigung habe ich dann dieses Teil hier, das ist gekennzeichnet mit Top und Button hier. Bottom hier ist Top auf jeden Fall. Das heißt, ich setze das jetzt hier einfach mal so an. Genau, und so muss es dann drauf und dann sollte es so auch perfekt mittig sein. Jetzt können wir also hier mal das abziehen. Dann haben wir hier die gereinigte oder die saubere glatte Oberfläche. Jawohl, das sieht sehr gut aus.
So. Und dann setzen wir das hier einfach mal von oben an. So, dass es passt. Und dann gehen wir nach unten. Und dann macht das schon mal einen guten Eindruck. Schauen wir mal, hier haben wir noch so einen Schaber dabei gehabt. Ja, den machen wir jetzt hier auch mal durch. Zack, zack. Und ganz unten auch. Einmal durchgehen. So, dann drücken wir das nochmal schön an hier. Und dann fällt das Ding schon runter. Ja, dann dürften wir hier wohl fertig sein. Und haben damit das Display angeklebt. So, und jetzt mache ich als nächstes hier noch die Luft raus, die hier vermeintlich drinnen ist. Da gehe ich dann von innen nach außen logischerweise, so gut es halt eben geht, damit das hier alles wirklich einwandfrei glatt aufliegt. Und dann können wir die letzte, so, das gehört auch dazu, die letzte Folie, die hier noch drüber ist, abziehen. Genau, das machen wir sauber, das ist wichtig, dass wir hier keine Luft drin haben. Also machen wir die Luftblasen schön raus. Wunderbar. So. Und das soll jetzt vor allen Dingen auch verhindern, dass ich einfach Kratzer an den Bildschirm bekomme. Mir geht es gar nicht so um die Spiegelungen, obwohl ich hier extra die matte Variante genommen habe, sondern mir geht es einfach darum, dass ich keine Kratzer an den Bildschirm bekomme und die den Bildschirm potenziell dann kaputt machen könnte. So, dann ziehen wir das Ganze noch ab. Und dann haben wir die Folie drauf. Ja, und ich muss gleich schon vom ersten Eindruck her sagen, das macht einen guten Eindruck. Machen wir mal das Display gleich wieder mit dazu an. Ja, sieht einwandfrei aus. Also kann ich jetzt hier wirklich keinen Nachteil sozusagen erkennen, dadurch, dass sie drauf ist. Und es stimmt, sie spiegelt deutlich weniger. Hier oben habe ich noch eine kleine Luftblase, die mache ich auch noch raus. So. Ja, ich merke schon, alles Weitere, was noch so auftritt, kann ich eigentlich ganz easy und locker hiermit noch rausstreichen. Im Nachgang wäre kein Problem. Ja, also ich muss sagen, Daumen hoch, mir gefällt es echt gut. Bin jetzt mal gespannt. Ja, das ist ganz normal, kapazitiv wie vorher auch, macht keinen Unterschied. Also Freunde, ich finde es gut. Wenn ihr auch eine haben wollt, denkt dran, Testlabs mit dem Rabattcode BIG5 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Zubehör. So, und das Laden ist abgeschlossen. Er zeigt mir jetzt bei 100% nur 398 Kilometer Reichweite an. Schaut man Scan My Tesla, zeigt er mir hier sogar nur 393 Kilometer Restreichweite an. Hier sind wir also irgendwie nicht up to date, was die OBD-Geschichte angeht, komischerweise. 56,6 Kilowattstunden ist der Akku wohl nur noch groß aktuell. Ich schätze aber Folgendes, dass das BMS im Moment nicht so gut kalibriert ist. Obwohl ich jetzt hier auf 100% geladen habe und auch kalibriert habe, ihr seht ja das auf 100%, glaube ich, ist das BMS nicht gut genug kalibriert. Das ist nämlich so, dass man das durchaus 2-3 Mal machen muss, hintereinander nach meiner Erfahrung, dass der gescheit weiß, wo er steht. Also 56,6 haben wir insgesamt, das heißt 54,7 habe ich usable remaining und dann zeigt er mir noch an 2,55 Energy Buffer. Also 56,6 soll die Größe sein, 60,5 ist er ja ungefähr eigentlich bei der Auslieferung. Ich hatte 58, irgendwas von nicht allzu langer Zeit. Also meiner Meinung nach passt das hier nicht optimal. 398 Kilometer, wir müssten bei 404, 403 irgendwo da müsste man eigentlich sein. Ich gehe also davon aus, wenn ich nächstes Mal auf 100% lade, dass ich dann wieder mehr angezeigt bekommen werde. Ja, was auch relativ bald der Fall sein wird, denn Freunde, bei mir geht es demnächst zu Reifenreber. Jawohl, ich verbaue in mein Fahrzeug das Koni Komfort Fahrwerk, Freunde. Ich freue mich extrem drauf, damit ich von der zweiten Reihe hinten nicht mehr ganz so viel Ärger bekomme, wenn ich Auto fahre, aufgrund der
schlechten Bodenunebenheiten des harten Fahrwerks. Wenn euch das interessiert, ich mache auf jeden Fall ein Video drüber und meine Erfahrungsberichte gebe ich da auch wieder. Das wird ein ziemlich krass langer Tag bei mir. Da werde ich in der Früh um 4:30 oder um 5 im Auto sitzen und zum Reifen Reber fahren. Der ist ja nördlich von Stuttgart ungefähr. Das sind bei mir 2,5 Stunden Fahrt. Dann wird eingebaut, dann fahre ich wieder zurück. Auf dem Rückweg sammle ich meine Familie ein und dann geht es direkt in einen kleinen Kurzurlaub zu einem Bauernhof. An dem Tag fahre ich also 700 Kilometer. Und sitze 7 Stunden im Auto. Und ja, da werde ich auf jeden Fall mitnehmen und ich werde euch dann live berichten können, was ich zu diesem Koni Komfort-Fahrwerk sage, zu diesen Dämpfern und so weiter. Wenn euch das also interessiert, Freunde, lasst unbedingt ein Abo da. Da kommt auf jeden Fall was. Gut, ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wenn ihr mich supporten wollt, ihr wisst Bescheid, t-electric.de oder Testlabs sind meine Zubehörpartner. Dank geht erstmal raus an die und vor allen Dingen an euch, die über diese Zubehörpartner auch bestellen. Denkt an die Rabattcodes, kommt alles in die Videobeschreibung und so weiter. Wenn ihr euch einen Tesla kaufen wollt, freue ich mich natürlich extrem, wenn ihr meinen Referral-Code verwendet, habe ich ja schon gesagt. Dem bleibt auch so. Wenn ihr euch bei Electroverse anmelden wollt, Freunde, wisst ihr Bescheid. Super Thanks und Kanalmitgliedschaften auch möglich. Alles klar, ich kürze das Ganze ab, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare, was ihr dazu denkt, zur Abwrackprämie. Eure Meinung würde mich da sehr interessieren. Ja, schauen wir mal, was da kommt. Leute, die Glocke, genau, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Tag, Freunde. Genießt das Leben, macht es gut, euer Big Go Electrify. Ciao, ciao und Servus.